Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute nach sehr langer YouTube- und Fahrradabstinenz wieder unterwegs und möchte euch mal auf eine kleine Tour mitnehmen und euch mal ein bisschen erzählen, was denn so die letzten Monate war, warum es nichts Neues mehr von mir gab und wie es natürlich weitergeht. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß. Mir hoffentlich auch. Es ist sehr windig heute. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Und bis gleich. Alter Schwede, es geht ganz schön ab hier. Alter Schwede. Ich bin einfach nichts mehr gewohnt. Ich vermute mal, man versteht kein Wort, weil es wirklich sehr, sehr windig ist heute. Aber normalerweise bin ich unterhalb von diesen Häusern da, von diesen spitzen Häusern eben. Dreieckshäusern. Jetzt bin ich oberhalb davon. Also ich weiß nicht. Der Blick ist ja mega hier, aber da soll ich sogar gleich ein Foto machen. Rad ab kann ich nur sagen. Rad ab. Einfach nur Rad ab. Also, was ist der Grund dafür, dass man schon sehr lange nichts mehr von mir gehört hat auf YouTube? Man hat ein bisschen was auf Instagram von mir gesehen, aber das war's auch schon. Ich hatte nach unserer Sommerradtour, die wir durchgeführt haben, von denen ich auch sehr viele Videoaufnahmen habe, die werde ich euch irgendwann zeigen, einen Arthrosisschub und in den Knien, konnte dann gar nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr laufen, keine Treppen mehr steigen. Es sollte einfach nicht mehr sein. Deshalb habe ich auch so lange nichts mehr von mir hören lassen. Aber ich kann euch nur eins sagen, ich habe jetzt richtig Bock. Bock auf YouTube, Bock Fahrrad zu fahren, Bock Videos zu machen. Und deshalb werdet ihr wieder deutlich mehr von mir sehen. Die Radreisevideos von der Sommerradreise, die werde ich auch zu dementsprechender Zeit mal bringen. Da muss ich allerdings sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Technik, mit dem Equipment, eigentlich mit dem Kameraequipment, sondern am Fahrrad. Und deshalb werde ich da noch zwei Etappen nachfahren müssen, nachfilmen müssen. Weil sonst ist es irgendwie unvollständig und das möchte ich nicht. Also Tag 1 und Tag 2 werde ich dementsprechend irgendwann, wenn es jetzt mal ein bisschen wärmer ist, wieder nachfahren. Und dann geht's los mit der Sommerradreise von Villingen-Schwenningen nach Brandenburg bzw. Berlin war das. Ihr könnt gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Traumhaftes Wetter heute. Es ist echt traumhaft. Ich fahre heute einfach so ein bisschen durch die Gegend. Das einzig feste Ziel, was ich heute hatte, war, euch einfach mal ein bisschen abzuholen, mal ein bisschen zu erzählen, was in letzter Zeit so war. Und euch zu sagen, egal was ihr habt, gebt euch nicht auf, macht einfach weiter, bleibt dran, habt Bock auf die ganze Sache. Und wenn ihr nicht darauf Bock habt, sucht euch was Neues, worauf ihr Bock habt. Genießt einfach das Leben, weil es viel zu schade, sich wegen irgend so einem Scheiß zurückzulehnen. Und
einfach nichts mehr zu machen. Das bringt es einfach nicht. Deshalb mache ich jetzt weiter, fahre hier weiter, noch 5 Kilometer, genieße hier die Sonne. Wunderbar. Euch kann ich es nur empfehlen. Rausgehen, irgendwas machen, genießen. Nein, habe ich mich jetzt verfahren oder was? Oh nein. Scheißegal! Einfach weiterfahren! Einfach gucken, ob es irgendwie geht. Alles andere sind doch nur Ausreden. Irgendwie wird es schon gehen. Ist ja wild hier, aber egal. Nein, das ist kein Mountainbike. Ja, das ist ein Gravel. Aber dafür ist es gemacht. Bin ich wenigstens noch auf einer Strecke unterwegs, wofür das Rad doch wirklich gebaut ist. Geil, Mann. Fühl ich. Wisst ihr, gerade eben habe ich noch gesagt, ich fühle das, ja. Ich will hier weiterfahren. Aber dann, und dann kam leider das hier. Und ganz ehrlich, das sieht da hinten noch wilder aus. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß auch nicht mal, ob der Weg hier weitergeht oder ob da irgendwann richtig Schluss ist. Muss jetzt erstmal nachgucken. Ansonsten notfalls zurückfahren. Egal, so kann es gehen. Ist aber nicht weiter schlimm. Leute, ich habe die Hoffnung, habe echt die Hoffnung, dass es hier weitergeht. Kein Bock habe, das alles zurückzufahren. Obwohl das viel vernünftiger wäre. Weil es auch viel sicherer wäre, dass es dann weitergeht. Aber ich und Vernunft, vergesst es. Sucht ihr bei mir vergebens. Leute, nein! Nein! Auch falsch. Scheiße. Oh nee. Ach egal. Weiter geht's. Wieder zurück. Ganz zurück. Leute, wie habe ich gerade gesagt, wenn ihr keinen Bock dazu habt, dann lasst es sein. Und wenn ihr Bock dazu habt, dann fühlt es und bleibt dran. Okay, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Vielleicht sollte man es nicht immer tun. Also hier bin ich lang gefahren. Dead End. Hier bin ich lang gefahren. Richtig Dead End. Also fahre ich jetzt wieder zurück. Irgendwo nach da oben. Aber egal. Das Wichtigste ist, dabei Spaß zu haben und es voll durchzuziehen. Und ja, ich fühle das immer noch. Wenn auch ein bisschen anders. Wer kennt es nicht auch? Die Abkürzung, die kommt mir bekannt vor. Die fahre ich jetzt einfach mal. Genau das habe ich gerade gemacht. Das Wichtigste ist, daran Spaß zu haben und es einfach zu genießen. Ich genieße es total. Nach 3,5 Monaten, 4 Monaten, fast gar nichts sagen. Es ist einfach nur der absolute Genuss, auch wenn es einfach das totale Chaos heute ist. Mich würde hier mal eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von solchen Neubaustrecken hier? Ich finde sie absolut genial. Mal gucken, wie lange der Asphalt durchhält, weil es wird ja auch als landwirtschaftlicher Weg genutzt. Aber so ist natürlich der Asphalt mega, ne? Also es läuft natürlich mega gut hier drauf. Es ist ja wie diese Schnellfahrstrecken, die es teilweise gibt. Okay, hier kann man nicht so schnell fahren. Um ehrlich zu sein, ich jedenfalls nicht, muss natürlich meine Knie immer noch ein bisschen schonen, aber genießen kann man hier. Man kann einfach genießen. Schaut euch den Ausblick hier an. Echt schön.
Ciao. Also ihr da draußen, was ich von dem heutigen Tag und vor allen Dingen von den letzten 4,5 Monaten oder 4 Monaten mitnehme, ist niemals aufgeben, immer dranbleiben, egal was auch im Leben passiert. Einfach dranbleiben, das Beste draus machen, das Leben genießen, solange ihr könnt. Und genau das kann ich euch auch nur empfehlen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch der Meinung seid, dranbleiben ist das Richtige und nicht aufgeben, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt wieder öfters sehen bei YouTube. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao.